Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen spooky Video. Und zwar einem weiteren Teil WhatsApp-Chats, die du niemals alleine um 3 Uhr nachts anschauen solltest, weil die sind wirklich creepy. Und ich übertreibe nicht, Leute, die lassen dich einfach nicht schlafen, aber ihr habt euch einen neuen Teil gewünscht und euer Wunsch sei mir wie immer Befehl. Also schnappt euch lieber eine Grandma-Check-Decke, murmelt euch ein und macht die Grandma-Check. Es ist wieder Grandma-Check-Time! Lasst mich unbedingt in den Kommentaren wieder eure Spooky-Story wissen. Ist euch irgendwas Unheimliches mal passiert oder habt ihr so eine unheimliche Nachricht mal bekommen? Lasst es mich wissen. Und Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf weitere 3 Uhr nachts Videos. Bei, sagen wir mal, 18.505 Leuten, weiß ich Bescheid. Und ich würde sagen, let's go. Wish. Ey, bist du on? Komm bitte. Und dann die perfekte Antwort, nur Fragezeichen. Ich lieb's. Ich lieb's sowas von. Also, beste Freunde ever. Ich werde aus diesen Freunden niemals schlau, ehrlich. Hab Angst, kann ich mehr schlafen? Albtraum gehabt? Nein. Kennst du das, wenn du... Es geht los. Kennst du das, wenn du im Bett liegst und aus Langeweile, weil du nicht einschlafen kannst, so Schattenfiguren mit den Händen an die Wand machst? Ja, mache ich auch noch ab und an. Oh mein Gott. Wer macht das auch von euch noch ab und an? Also wenn du wirklich Langeweile hast, machst du das wirklich jetzt? Irgendwie so krüppelige Figuren hier. Wie diesen Wolf oder so ein Vogel. Ja, und ich habe das gerade halt auch gemacht und am Ende einfach so gewunken. Jedenfalls wollte ich dann schlafen und pack meine Hände unter die Decke, als plötzlich etwas zurückwinkt. Das war halt nicht meine Hand. Ja, kannst du mich sofort anrufen? Oh mein Gott, wer hätte damit gerechnet? Ich dachte sonst irgendwas, aber jemand winkt zurück. Oh mein Gott, entweder ist jemand in deinem Zimmer oder vor deinem Fenster oder... Keine Ahnung. Alter, das ist mega gruselig. Ich mach das jetzt nie wieder. Wirklich jetzt. Nie wieder. Boah, krass. Das wirst mir niemals glauben. Haha, wovon redest du? Okay, ich erzähl, ja, aber nicht lachen. Okay, diese Antwort liebe ich auch. Eine meiner liebsten Antworten. Einfach nur Fragezeichen. Was ist los? Geh schlafen. Oder okay. Ja, ich lieb's. Also ich habe immer, als ich kleiner war, mit einer Freundin namens Rita gespielt. Sie wohnte ein paar Häuser weiter. Und ich habe irgendwann auch ihre Eltern getroffen, als ich sie zum Spielen abholte. Die waren aber total komisch, haben nie Hallo gesagt oder gelacht. Irgendwann waren sie weg. Wohin? Kein Plan. Okay, das ist allein irgendwie unheimlich. Hä? Ich habe jetzt Jahre später von meinen Eltern erfahren, als ich sie fragte, wieso sie weggezogen sind, dass niemals jemand dort gewohnt hat. Das Haus stand Jahrzehnte leer und jeder kannte jeden. What? Warst du mit einem Geist befreundet? Genau das dachte ich mir auch. Ich habe mir das nicht eingebildet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meint ihr, es war tatsächlich ein Geist? Dann postet mal jetzt ein Geister-Emoji in die Kommentare. Ich meine, die Eltern könnten ja auch eigentlich bestätigen, dass sie vielleicht immer losgegangen ist, um mit jemandem zu spielen. Du musst ja tatsächlich irgendwie mit dem Geist gespielt haben. Was ist los? Wenn jeder und auch jeden kannte, in Dörfern ist es ja auch einfach so. Oder kleine Wohnsiedlung, da kennt wirklich jeder jeden. Und das ist auch eigentlich bekannt, wenn ein Haus lange leer steht und plötzlich zieht da doch jemand ein oder zieht jemand dann plötzlich doch wieder aus. Ey, das spricht sich so schnell rum bei sowas. Ich glaube die Story, aber ich find's voll unheimlich. Okay, Leute, 3:03 Uhr. Komm und spiel mit mir. Hm, sympathische Nachricht so mitten um 3 Uhr nachts. Hä, wer bist du? Ach, kennst du mich etwa nicht? Nein, außerdem ist es nach 3 Uhr. Jetzt lass mich oder ich block dich, Digga. Okay. Okay. Da ist jemand auf 180. Da will jemand einfach nur schlafen. Der hat keine Lust auf sowas. Du willst nicht mit mir spielen? Okay, das klingt irgendwie bedrohlich. Nein, wirklich nicht. Wer bist du? Ah! Oh mein Gott! Na, komme ich dir bekannt vor? Was? Darauf war ich nicht vorbereitet. Alter, da kommt so ein Bild. Von Annabelle. Oh nee. Oh nee, ich könnte nie wieder schlafen. Direkt blocken, aber ich könnte trotzdem nicht schlafen. Ich hoffe, es war einfach nur ein komischer Prank von irgendwelchen Mitschülern oder von irgendeinem Kumpel oder so. Ansonsten ist das verdammt, verdammt unheimlich. Weil das ist nicht mehr normal. Alter, wenn mir jemand ein Bild von Annabelle schicken würde, ey, ich bekomme Albträume des Grauens, ich kann dann nicht mehr schlafen und alles zusammen. Als ob man mit ihr spielen wollen würde, auf gar keinen Fall. Die ist noch nicht mal annähernd cute. Nichts ist an ihr cute. Die ist einfach creepy.
Oh mein Gott, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe Angst. Was denn los? Ich bin heute zu Omas Grab, um neue Blumen hinzulegen. Bin dann also zum Blumenladen, habe ihre Lieblingsblumen besorgt. Und als ich dann dort war, um sie hinzulegen, fiel mir das neue Grab daneben auf. Als ich dann genauer hinschaute, war auf dem Grabstein mein Name. Du nimmst dich doch auf den Arm, oder? Nein, genau mein Vor- und Nachname. Warte, ich schick Bild. Das kann doch nicht Zufall sein, aber was bedeutet das jetzt? Kein Bild! Hallo? Aber vielleicht wollte jemand nicht seinen Namen sagen, aber ich hätte ja fast gesagt, vielleicht ist es irgendwie der Opa. Es gibt ja einige, oder Uropa oder so, die nach ihren, oder Uroma, keine Ahnung, die nach ihren Großelternteil benannt werden. Genau so. Und wenn die dann auch noch den Nachnamen haben, dann ist es vielleicht ja halt gleich. Aber die Person sagte neu. Es kann vielleicht wirklich ein sehr seltsamer Zufall sein. Weil in einigen Kleinstädten oder Dörfern, da haben viele auch so ähnliche Nachnamen oder ähnliche Vornamen. Oder sind halt eher gängiger. Vielleicht hast du auch einen gängigen Nachnamen. Kann natürlich auch sein. Und ja, da kann das eine zum anderen führen und dann vielleicht auch zu so einem Zufall. Aber das ist sehr weird. Aber ja, das war wirklich einer der unheimlichsten Chats überhaupt. Kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Chat und es ist wieder nach 3 Uhr. Noch online? Was geht? Kannst auch nicht schlafen? Ich wollte gleich ein wenig spielen. Oha, was denn? Kennst du Poppy Playtime Chapter 2? Und dann kommt ein Bild von Bobby Longlegs. Oh mein Gott. Was? Bist du das in dem Auge? Was? Zoom rein. Woher hast du das Bild? Oh mein Gott, ich muss es mal vergrößern. Ah, da ist ja wirklich jemand. Seht ihr das? Oh mein Gott, das bin ich wirklich. Hatte es auf dem Handy mal gespeichert. Lösche es lieber sofort. Und die Nachricht wurde gar nicht mal mehr gelesen. Oh mein Gott. Ich will mich so beobachtet fühlen. Okay, Leute, ist das jetzt ein Zeichen, das lieber nicht um 3 Uhr nachts zu spielen? Weil anscheinend hat die Person das vor. Oder ist es ein Hacker, der hinter dem Bild steckt oder so? Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Das ist alles möglich. Aber es ist verdammt unheimlich. Und wie war die Party bei Emma, zu der ich mal wieder nicht eingeladen wurde? Clown-Emoji. Da wurde wohl jemand auf die Party, aber wurde nicht eingeladen. Oh, das ist so fies, ne? Vor allem, wenn du denkst noch, man ist gut befreundet oder so. Und dann wird man nicht eingeladen. Das ist persönlich, wirklich jetzt. Mega unheimlich, ey. Einmal und nie wieder. Hä? Was? Wieso? Anfangs war noch alles normal. Haben gelacht, Film geguckt und plötzlich holte dann Emma gegen Mitternacht ein verdammtes Ouija-Brett raus. Oh mein Gott, diese Wendung hier, diese Wendung. Ich hatte absolut keinen Bock, aber sollte bleiben. Bist du also? Ja, und jetzt geht's los, Leute. Ich dachte erst, die bewegen dieses Ding selber, bis auf einmal wirklich alle Kerzen aus dem Nichts ausgingen. Dann machte jemand das Licht an und keiner hatte mehr seine Hand auf dem Zeiger, der über die Buchstaben geht. Und das Ding bewegte sich von selber. Danach war Emma total merkwürdig. Ich bin sofort heim. Meinst du, sie kommt Montag zur Schule? Keine Ahnung, aber normal war das nicht. Also wenn das nicht mega creepy ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe Respekt vor Ritualen, Leute. Und einfach an der Geburtstagsparty einfach ein Ouija-Brett benutzen? Nein. Ich glaube, ich wäre auch direkt gegangen. Ich hätte sie mitgenommen. Das ist so strange. Unser Schulprojekt ist verflucht. Ich sag's dir. Wow, das ist mal eine Ansage. Ich weiß nicht, wie das geht und was los ist, aber die 4 nehme ich nun in Kauf. Mir egal, aber das ist verdammt unheimlich. Eine 4 im Schulprojekt. Wie habt ihr das denn hinbekommen und wieso verflucht? Alles lief anfangs super. Bianca hat ihren Teil gemacht, Leon seinen und ich sollte Infos zu den Personen sammeln, ein Plakat erstellen und Bilder raussuchen. Ich habe auch alle ganz normal ausgedruckt und aufgeklebt. Dann sollten wir das Plakat an die Tafel hängen, was ich auch gemacht habe. Wir haben vorgetragen und der Lehrer meinte plötzlich, Pascal, wieso hast du leere Bilder ausgedruckt? Hä? Wo sind die Leute, über die du redest, denn zu sehen? Ich drehte mich verwundert um und die Bilder waren alle leer. Alle Menschen, die ich ausgedruckt habe, waren nicht in den Bildern, aber sie waren vorher noch da. Hä, er hat doch gesagt, der hätte die normal ausgedruckt, oder? Ich könnte gar nicht mehr den Vortrag machen, wirklich jetzt. Ich wäre einfach nur auch sprachlos. Wie willst du es dem Lehrer erklären? Der glaubt dir es doch niemals. Was, waren das so richtig alte Bilder? Ja, ich hatte quasi nur den Hintergrund auf dem Bild. Wie geht das? Ich bin doch nicht jetzt blöd oder so. Ist einfach mal die Person verschwunden oder was? Harry Potter-mäßig.
dass sie so aus dem Bild laufen können. Oh, waren die Bilder verflucht? Also, um wen ging es? Das würde mich mal voll interessieren. Wirklich jetzt? Also, ich weiß nicht. Ich könnte mir selbst, glaube ich, auch noch nicht mal mehr trauen bei der Aktion. Du weißt nicht, ob du das jetzt eingebildet hast oder nicht. Oder hatte der Drucker ein Problem? Oder, hä? Ich glaube, ich gehe nie wieder auf die Schultoilette da oben im ersten Stock bei den Chemieräumen. Solltest du auch nicht. Hä, wieso denn das? Du weißt, unsere Schule ist voll alt und ich schwöre dir auf alles, das stimmt mit Sicherheit. Was ist denn? Rück doch mit der Sprache raus. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt, was passiert ist. Alex war heute in der ersten Pause dort auf Klo und ich habe draußen auf ihn gewartet. Er kam nach einer Weile plötzlich mega blass und stumm raus. Als ich ihn fragte, was los war, meinte er habe sich halt ganz normal die Hände gewaschen und als er in den Spiegel schaut, hat sein Spiegelbild gelächelt. Aber er nicht! No joke? Ja, no joke. Er saß nur noch wie versteinert im Unterricht und sprach kein Wort mehr, als ob er plötzlich so ist. Okay, wenn jemand so drauf ist, dann stimmt das bestimmt. Als hätte er so einen Geist gesehen. Das sagt man ja auch manchmal. Du siehst so, als hättest du einen Geist gesehen. So kann ich mir das gut vorstellen. Ey, wie krass ist das? Okay, ich glaube, ich ziehe zu dir. Why? Kannst aber gerne. Nicht lustig. Ich war gerade dabei, nach einem Bild zu schauen, was ich posten könnte und sehe, dass da zuletzt ein Bild von mir war, was ich nicht gemacht habe. Ich saß im Wohnzimmer vorm TV und irgendjemand muss im Zimmer gewesen sein und hat es gemacht. Aber wie und wer? Ich bin doch alleine und mein Handy lag neben mir auf dem Sofa. Sah das Bild wenigstens cute genug zum Hochladen aus? Really? Ja, ernsthaft, Jens? Was ist das? Du sitzt alleine zu Hause und guckst Fernsehen und dann siehst du wahrscheinlich erst am nächsten Tag, dass jemand von dir ein Foto gemacht hat. Mit deinem Handy, obwohl es die ganze Zeit neben dir lag. Da saß wohl jemand mit dir auf der Couch, von dem du keine Ahnung hattest. So ein Geist oder so. Ey, was soll ich machen? Wogegen? Wofür? Was? Oh mein Gott, was ist los? Ich habe damals mal eine Weile mit jemandem geschrieben, ne? Aber diese gewisse Person wurde mit der Zeit immer seltsamer und spammte mich jeden Tag voll, nachdem ich nicht mehr geantwortet habe. Deshalb habe ich die Freundschaft beendet und diese Person auch blockiert, weil das machte mir Angst. Jetzt kommt das Unheimliche. Ich habe aus Neugier die Nummer einfach nach 2 Jahren wieder entblockt und direkt Nachrichten bekommen. Die Person schreibt mir immer noch. Oh mein Gott, sperr und lösch sie lieber wieder. Nach 2 Jahren? Da denkst du, hört jemand mal auf, aber die macht immer noch weiter? Oder hat sie dir direkt geschrieben, als sie bemerkt hat, dass sie nicht mehr geblockt wurde, weil plötzlich das Bild wieder angezeigt wurde oder so? Aber wer hat so lange noch den Chat irgendwie abgespeichert? Dann bist du doch komplett unten, falls du nicht mit anderen noch schreibst und so. Also, hä? Kann mir das mal jemand erklären? Oh nee. Also ich hoffe, das waren genügend creepy WhatsApp-Chats für euch. Für mich auf jeden Fall, weil diesmal waren die wirklich Gänsehaut pur. Ich bin wie immer gespannt auf eure Stories und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bye!